Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Game zum Montag. Ja, wir nähern uns ja langsam der Nummer 100 und deshalb habe ich heute etwas, ja doch, etwas Spezielles und Besonderes für euch. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch folgendes Spiel, das es nur in Japan gibt, präsentieren zu können. Ich spreche natürlich von Pokémon, der grünen Edition. Oder wie man in Japan sagt, Pokémon Midori. Steinigt mich bitte nicht, wenn das nicht der Wahrheit entsprechen sollte. Ja, seht es euch an, das wunderschöne Spiel. Es erschien am 27. Februar 1996 zusammen mit der roten Edition in Japan und war somit das erste Pokémon-Spiel, das auf den Markt kam. Bei uns, wie gesagt, nie erschienen. Wie wir alle wissen, haben wir dann etwas später die rote und die blaue Edition bekommen. Ja, das Schöne an der grünen Edition ist, dass da scheinbar am meisten Glitches entdeckbar sind. Erwartet jedoch von mir keine Ultra-Glitches, denn ich kann sowas nicht, bin aber ein großer Fan davon. Aber was auch toll an diesem Spiel ist, sind die alten Sprites. Viele davon werden wir natürlich nicht in diesem kurzen Video zu sehen kriegen, aber trotzdem. Ja, ein wunderschönes Spiel, nicht wahr? Hä? Ihr könnt es nicht richtig erkennen? Okay, gut, da kann ich nachhelfen. Moment. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt besser sehen. Na, geht so. Oder wisst ihr was? Ohne OVP wäre es natürlich ein bisschen schade, deshalb, Moment. So, wie gesagt, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Oh, es sieht so fantastisch aus, Leute, es sieht echt so fantastisch aus. Leider hier, ein bisschen kaputt, aber man kann nicht alles haben, nicht wahr? Seht euch das an, wunderschön. Hier sieht man schon mal zwei Sprites, da steht was von 150, vermutlich weil es 150 Pokémon gibt. Plus Mew, das man halt auch nicht fangen kann. Ja, und hier, man kann halt tauschen, nicht wahr? Wunderschön. Aber wir werden das Ganze natürlich noch öffnen. Quasi die Büchse der Pandora. Ja, hier drin haben wir das Spiel noch einmal. Super, nicht wahr? Das legen wir... Ich habe keinen Platz mehr. Das hier ist die Hülle. Und hier haben wir noch ein Booklet. Auch hier ein bisschen kaputt, aber das ist hoffentlich... Nicht so wild. Oh, die alten Booklets, die sind super. Hallo, Professor Eich. Oh, die alten Booklets waren so super. Hier haben wir Ash, beziehungsweise Rot. Hier haben wir Blau, beziehungsweise Gary. Ja, ich kann euch jetzt hier nicht allzu viel vorlesen, aber ich finde es einfach super. Hier, ne, manche Pokémon können sich entwickeln. Dann die Erklärung der Tasten, okay. So spielt man, heißt das vermutlich. Hier die Karte von Kanto, wo dieses Abenteuer übrigens stattfindet, sollte man wissen. Hier die Statuswerte der Pokémon. Da haben wir Random and Pee Pee. Warum auch nicht? Da hier das Pokémon-Lagerungssystem. Auch sehr nett, ja. Dann ganz viel Gedöns. Vermutlich Infos zum Pokéball. Dann zu den Items, ganz bestimmt. Hier haben wir ein Sonderbonbon. Sehr nett, sehr nett. Das Fahrrad, ja, sehr wichtig, ja. Und was gibt es sonst noch? Kabuto. Hallo Kabuto, schön. Oh, und hier die Arena-Leiter. Rocco, Misty, Major Bob, Erika, Koga, Sabrina, Pyro und... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wer könnte das sein, hä? Man weiß nicht so genau. Ups, sorry Kamera. Noch mehr... Zeugs und theoretisches zu Pokémon im Allgemeinen, nehme ich an. Hallo Pikachu. Gut, ja, aber das Allgemeine zum Pokémon-Wissen, ich denke, das bringen wir bereits mit, nicht wahr? Besonders um so ein altes Spiel spielen zu können. Oh, fantastisch, fantastisch. Leider kann ich, wie gesagt, nicht viel lesen, aber, hier noch. So sah das früher aus. Da oben, da hat man per Linkkabel gegeneinander gekämpft. Oh, das war fantastisch. Oh, die guten alten Zeiten. Das liegt 20 Jahre zurück jetzt. Echt cool. Und hier haben wir noch ein paar Pokémon. Die Starter. Kommen noch mehr? Ja, es kommen noch mehr. Das süße Raupi, Taubsi, Radfratz, Rattan. Oh, fantastisch. Ja, noch mehr. Natürlich Pikachu. Malbich Nidoran, Pipi, Kokuna. Ja, da fehlen aber noch einige. So. Letzte Seite und da hinten haben wir noch... Bisasam. Oh, ich mag gerade den Hintergrund hier. Mit den ganzen Pokémon. Da ist zum Beispiel Mewtwo. Sieht halt echt schick aus.
Wunderschön, gut, aber ja, das war's leider bereits. Packen wir dieses wunderschöne Spiel wieder ein. So, zurück in die Verpackung. Ganz vorsichtig, dass nicht noch mehr Ecken und Kanten zu Bruch gehen. Ich sagte vorsichtig. Bin gleich soweit. So, drin und... Gut, Leute, wie gesagt, alle kennen das Spiel bestimmt, beziehungsweise wie es theoretisch aussieht, aber die grüne Edition kennt man vielleicht nicht so gut. Und deswegen würde ich sagen, viel Spaß und los geht's! Pokémon Grün. Ja, jeder von euch sollte Pokémon Blau und Rot kennen, aber Grün vielleicht nicht. Und seht euch mal die Sprites an, die sind einfach fantastisch. Oh, das Glumander. Es sieht fantastisch aus. Es kommt noch ein Ponita, das ziemlich abstrakt aussieht. Noch eins wollen wir uns ansehen, und das ist Abra. Gut, das Ganze ist halt auf Japanisch, aber ich denke, wir sollten da schon irgendwie... vorankommen. Hallo, mein Name ist Professor Eich. Wir leben hier in der Pokémon-Welt und... Wie ist denn dein Name? Nee, noch nicht. Wir leben hier in der Welt der Pokémon. Man kann sie fangen, man kann sie als Haustier halten, man kann mit ihnen kämpfen und so weiter. Und es gibt Leute, die werden sogar Pokémon-Champion damit. Haha! Aber zuerst mal, wie lautet dein Name? Ja, ne? Ich heiße... E... Smiley Viereck. Das kann ich nicht schreiben, warum nicht? Verstehe ich nicht. Nehmen wir noch das Smiley hier. So, das ist mein Name. Gut, das ist mein Name. Ja. Okay, und da hätte ich noch einen Enkel, aber ich habe seinen Namen vergessen. Weißt du ihn? Ja, ich weiß ihn. Er heißt... ich weiß es doch nicht. Er ist... Ist noch mal ein I. Er ist der hier, ne? 33, gut. Ah ja, stimmt, 33 war sein Name. Hab ich vergessen. Okay, und nun viel Spaß in deinem riesigen Pokémon-Abenteuer. Yay, wir spielen hier, ne? Super Nintendo, Nintendo? Keine Ahnung. Gut, ja, ich kann hier ein bisschen mit der Speed-Taste arbeiten. Oh, alles schön blau hier. So, und da kommt der Professor. Geh nicht ins hohe Gras. Ist gefährlich. So, nee, Opa, ich will ein Pokémon. Ja, ja, halt jetzt die Fresse. Ihr beide kriegt ein Pokémon. Aber hier, ne, er darf zuerst aussuchen. Und wir sehen uns die Sprites an. Glumanda. Gut, dann haben wir noch... Shiggy. Der Sprite, wie geil. Wie es grinst. Okay, nein. Und dann haben wir noch Bisasam. Okay, der Sprite geht eigentlich. Ich dachte eigentlich zuerst, ich nehme Bisasam, weil wegen grüner Edition und so weiter. Aber ich denke, ich nehme mal das Pokémon, das ich als Starter in der ersten Edition am wenigsten benutzt habe. Und zwar ist das Glumanda. Möchtest du Glumanda haben? Ja, will ich. Aber einen Spitznamen geben möchte ich dann nicht. Nein, kein Spitzname. Gut. Blablabla. Ne, ich nehme das hier. Okay, jetzt lass uns kämpfen. Okay. 33, versuchen wir zu kämpfen. Shiggy, super. Okay, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Oh Gott, ja, mit den Attacken dürfte das ein bisschen ein Problem werden. Aber wir haben den Tackle. Nee, den Kratzer meine ich natürlich. Ja, und ich glaube, den Kampf gewinnen wir nicht. Ich habe den Trank nicht mitgenommen vom Computer. Ah! Okay, es wird knapp. Nee, wir verlieren. Das ist nicht ganz so gut. Außer es kommt jetzt ein Crit, was nicht passieren wird. Nee, passiert nicht. Was? Attacke ging daneben! Oh, wie schön! Wir gewinnen unseren ersten Kampf! Ha! Fantastisch! Und Glumanda hat ein Level Up. Du hast verloren. Ich werde meine Pokémon trainieren. Ja, wir sehen uns. Tschüss. Bla, 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 bla. Gut, dann gehen wir zuerst noch zu unserer Mutter. Beziehungsweise an unserem Computer, weil da ist noch ein Trank zu holen. Mitnehmen das hier. Ja, danke. Und weiter geht's.
Oh, wie Probleme ich bei diesem Spiel hätte, wenn ich es nicht kennen würde. Okay, erster Sprite, den wir sehen, ist Taubsi. Sieht lustig aus. Los, Commander, besiege es. Oh, die Musik. Ist fantastisch. Nochmal ein Taubsi. Ich denke, wir sollten unser Pokémon bereits wieder heilen gehen. Nicht, dass dann das nächste Radfratz uns bereits tötet. Hallo Mama, bitte heile unser Pokémon. Danke, tschüss. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie lange ich dieses Spiel spielen möchte, beziehungsweise euch zeigen. Gibt es uns noch was? Ja, du gibst uns einen Trank, glaube ich. Nochmal ein Taubsi. Warum kein Radfratz hier? Ich will ein Radfratz sehen. Ich will ein Radfratz sehen. Warum gibt es hier keine Radfratz? Da ist eines. Okay, es sieht ziemlich normal aus. Und wir haben bereits Level 8 erreicht. Wunderbar. Und die grüne Stadt. Vertania City. Pokémon heilen. Und nun müssen wir ja, glaube ich, ein Paket für den Professor abholen gehen. Das wäre dann hier. Hallo, hier hast du das Paket. Bitte bring es zu Professor Eich. Ist gut, machen wir. Ja, die Speed-Taste ist ein bisschen zu schnell. Macht aber nichts. Und da wären wir auch bereits. In der blauen Stadt. Alabastia. Hallo, Professor. Ja, und jetzt bekommen wir noch den Pokédex. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, wir können losreisen. Möchte ich mit euch zusammen den ersten Orden holen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man findet hier dieselben Pokémon wie in unseren Editionen. Kann das sein? Kurz heilen. Ja, danke. Dann holen wir uns Pokébälle. Shit, sind das Pokébälle? Ich glaube, ja. Ich hole mir mal 10 Stück. Ganz ein langer Name ist das, okay. Ich muss mir das jetzt merken. Ansonsten habe ich dann beim Pokémon-Fangen ein Problem. Was für Pokémon gibt es hier drüben? Ich will nicht gegen Gary kämpfen oder gegen 33. Ich möchte nur sehen, was ich hier finden kann. Nidoran, genau das hätte ich gerne. Shit. Hier. Das ist ein Pokéball, oder? Ja, ist er. Gut, holen wir uns das weibliche Nidoran. Was? Ich kann es doch nicht schwächen mit meinem Level 8 Pokémon. Muss ich auch gar nicht, danke. Yeah, weibliches Nidoran gefunden. Und Pokédex-Eintrag. Bringt uns leider nicht viel. Und kein Spitzname, nein. Okay. Ich habe jetzt natürlich ein Problem. Ich weiß nicht, was für Attacken jetzt Nidoran drauf hat. So, wir können hier weitergehen. Und Nyom Radfratz. Okay, wir haben zu Oberst. Na, das war der Gegner. Zu Oberst haben wir Heuler. Und unten haben wir den Tackle. Okay, dann möchte ich jetzt gerne wechseln. Zack. Zack. So. Haben wir gewechselt und dann kann Glumanda kurz kämpfen und das Vieh erledigen. Level 12 schon. Ab in Vertania Wald. Dickes, fettes Pikachu. Was zur Hölle? Heul mich nicht an, du Mistvieh. Okay, ich denke, ich wechsle lieber aus. Zack und tot. Wo muss ich lang? Oh, ein Raupi. Oh, ein Raupi, super. Ist Level 5 sogar. Wisst ihr was? Das möchte ich fangen. Einfach nur, weil es ein Raupi ist. Ein Raupi cool ist. Hier, zack. Los, Pokéball. Ja, Raupi ist halt super. Dankeschön, danke sehr. Wuhu! Süßes kleines Raupi und nein, keinen Spitznamen geben. Gib mir das hier. Ich habe keine Ahnung, was die Items bedeuten. Das ist gerade so mein Problem. Einhorn. Oh, das Horn sieht geil aus. So, zack und zack, tot. Wir wechseln wieder. Auf Nidoran und dann wieder zurück auf Glumanda. Ah, wir haben Glut erlernt. Oh, super. Trifft sich gut. Und Level 4. Ja, jetzt kommt der Trainer. Machen wir noch. Und dann müssen wir kurz zurückrennen, um uns zu heilen. Ja, ich weiß. Eventuell ist das für euch ein bisschen doof, weil jeder das Spiel kennen sollte. Oh, Kokuna. Aber wie gesagt, hier so auf Japanisch zu spielen, ich finde, es hat was.
Nidoran ist bereits auf Level 6. Gut. So. Gut, gut, gut. Wir gehen weiter. Ich habe keine Ahnung, was ein Trank jetzt hier ist. Das ist so gerade das Problem. Der Wald sieht irgendwie exakt so aus wie der Anfangswald in Pokémon XY, fällt mir gerade auf. Fällt mir echt gerade auf. Hä? Ja, ich bin damals ein paar Mal gegangen, weil ich das Spiel halt oft von neuem begonnen habe. Ja, komm. Raupi kriegst du hin. Und Level 7. Warum lernst du nix? Safko. Oh, sieht auch derpy aus. Okay, du kannst vermutlich nicht allzu viel außer Härtner, Safko. Deswegen... Nein, falsche Attacke. Wir wollen Glut. Und gleich sind wir durch den Wald durch. Hornliu auf Level 9. Wie viel Schaden machst du? Nur einen. Könnten wir hinkriegen. Komm schon. Yes! Level 8. Und du hast irgendwas erlernt. Weiß aber nicht genau was. Was ist das hier? Was? Das Schlitzer? Weiß nicht, was das ist jetzt. Scheiße. Ich hätte eigentlich lieber den Doppelkick gehabt. Naja, man kann nicht alles haben. Super, und dann wären wir gleich in Mamoria City. Natürlich möchte ich jetzt sehen, ob unsere Pokémon stark genug sind. Natürlich sind sie nicht stark genug. Ich muss kurz ein wenig offscreen trainieren und dann holen wir uns den ersten Orden. Und ich glaube, dann lassen wir es auch gut sein. Also bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich glaube, Kleinstein ist Level 12 und Onix Level 14. Und deswegen habe ich meine Pokémon jetzt auf Level 13 trainiert. Unser kleines süßes weibliches Nidoran, das hat nichts weiter gelernt. Und ich glaube, das dritte hier ist Kratzer, ja. Dann haben wir mittlerweile ein tolles, tolles Medbo. Und es hat Konfusion erlernt, müsste das sein. Und dann haben wir noch Glumanda, das irgendwie nichts erlernt hat. Ja, und wir haben ein denkbar schlechtes Team gegen Rocco, aber das ist eigentlich so gewollt. Gut, versuchen wir es. Gut. Erstmal nehmen wir noch den hier mit. Blabla, du bist Lichtjahre von Rocco entfernt. Oh, ist das süß. Seht euch das süße Dick da an. Oh, wie toll. Oh, ist das süß. Oh, mit seinen riesigen Augen. Komm schon, Nidoran. Hau das Vieh weg. Wunderbar. Und dann haben wir noch... Oh, das Sandan ist auch total süß. Oh, ich mag die Sprites, Leute. Die sind da super. Immer schön weitermachen, Nidoran. Ja, das schaffst du. Du bist ein höheres Level als die. Sandwirbel. Aber Nidoran trifft weiter. Super. Die Hälfte haben wir. Ja, klasse. Klasse, klasse, klasse. Komm schon. Und ja, mir ist da ein Denkfehler unterlaufen. Das Nidoran lernt auf Level 12 eigentlich Doppelkick, was gegen diese Arena fantastisch wäre. Oh, jetzt trifft es wieder nicht mehr. Verdammter Sandwirbel, der war damals schon scheiße. Okay, Smetbo, das machst du. Ja, auf Level 12 oder 13 oder so würde Nidoran, dachte ich, in der ersten Edition Doppelkick erlernen. Stimmt nur halbwegs, denn es ist nur in der gelben Edition der Fall, ne? Und nicht hier. Naja. Jeder darf sich mal irren, nicht wahr? Und ja. Deswegen dachte ich mir auch damals, oh cool, Nidoran nehme ich gleich mit. Aber so, mit einem weiblichen Nidoran, mit einem Smetbo, mit einem Glumanda, haben wir denkbar schlechte Karten gegen Rocco. Aber hey, sollten wir doch irgendwie hinkriegen, oder? Los geht's. Rocco, wo bist du? Da bist du. Na, ich bin Rocco, ich trainiere Stein-Pokémon. Ich werde dich in den Boden stampfen. Ja, da könntest du allerdings noch recht haben. Das ist so gerade mein Problem. Okay, Kleinstein. Oh Gott, dieses Sprite. Ja, Level 12. Okay. Ja, Nidoran kann jetzt hier nicht sonderlich viel reißen. Ach du Scheiße. Wir senken einfach mal seinen Angriff. Das ist vielleicht gar nicht mal das Dümmste, das ich machen kann. Immer weiter. Immer weiter. Okay, es macht keinen Angriff mehr. Gut, aber es hat, glaube ich, vorher mal ein Igler eingesetzt und deswegen mache ich kaum mehr Damage. Das war jetzt ein Volltreffer. Ach du Scheiße.
Hat Rocco bereits einen Trank? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal zu wechseln. Und zwar aufs Medboom. Nein, das war Fadenschuss-Scheiße. Das war falsch. Konfusion! Ja, das ist doch akzeptabler Schaden. Und besiegt. Wunderbar. Sehr gut gemacht, Medbo. Mit dir werden wir es hinkriegen. Gut, als nächstes haben wir noch das Level 14 Onix. Ich denke, ich werde hier wieder gleich verfahren. Und mit Nidoran ein bisschen seinen Angriff senken. Oh, Onix ist schon ein cooles Vieh. Das Right hier, der gefällt mir. Das hat irgendwas vom Chris Alonix. Was machst du da? Ist das Geduld? Ich hoffe, das ist Geduld. Wenn ja, dann kann es mir nicht allzu viel anhaben. Ja, das war Geduld, definitiv. Sehr schön. Ja, dein Angriff ist gleich minimiert. Und deswegen dürfte das Ganze ziemlich schnell mal vonstatten gehen. So, ich würde sagen, das reicht. Und nun können wir ebenfalls angreifen. Nein! Oh, genau jetzt. Genau jetzt kommt wieder dieser Scheißdingens hier. Okay. Okay. Wir werden halt weiterhin deinen Angriff senken. Ja, hat sehr viel gebracht, nicht wahr? So, aber ich warte jetzt, bis nochmal die... das war der Kreideschrei, oder? Ich warte jetzt, bis die nächste Dingens hier kommt. Ja, genau auf das habe ich gewartet. Perfekt. Gut, Angriff kann nicht mehr gesenkt werden von Onix, deswegen können wir jetzt aufs Medbo wechseln. Ja. Und dann noch den Fadenschuss hinterherhauen. So, damit ich dann schneller bin. Sobald seine Geduld vorbei ist. Was jetzt der Fall ist. Okay, da kommt nochmal der Kreideschrei. Aber, Smetbo, Konfusion. Das dürfte auch einem Onix relativ guten Schaden machen. Ja, es ist okay. Es ist okay. Und Damage macht mir das Vieh auch keinen mehr. Gut, ich denke, diesen Orden haben wir uns verdient. Ja, mach das ruhig. Du wirst nicht mehr zum Angriff kommen, mein liebes Onix. Ja, und damit hatten wir den ersten Orden in Pokémon Grün mit einem denkbar schlechten Team eingesammelt. Und ich denke, das ist gar nicht mal schlecht. Irgendjemand hat irgendwas gelernt. Aber spielt da keine Rolle. Du hast mich besiegt. Fantastisch. Du hast dir den Felsorden richtig verdient. Dankeschön. Und ich kriege noch ein bisschen Geld. Glaube ich. Ja, über 1300. Gut, und ich schenke dir auch durch diese TM hier, ne? Das ist Geduld und so. Du hast gesehen, es hat extrem nichts gebracht. Nichtsdestotrotz schenke ich dir diese TM. Danke, tschüss. Gut. Ich möchte noch meinen Orden sehen. Ja, da unten sehen wir den Orden und auch die Typen. Und ja, achtet nicht auf die Spielzeit, denn wie gesagt, ich habe halt ein bisschen mit der Speed-Taste trainiert und deswegen sieht es halt so katastrophal aus. Gut Leute, aber ich würde sagen, das reicht als kleiner Einblick in das Spiel Pokémon Grün. Das war's für heute mit Game zum Montag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!